Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen. It's DDP und herzlich willkommen zurück zum Season Mode in WWE Shut Your Mouth. Und heute kommt es zum Finale, heute kommt es, wie es kommen muss. Und ich würde sagen, wir starten sofort rein. Ihr wisst Bescheid, wer den letzten Part gesehen hat, der weiß, dass das jetzt das Oberfinale ist. Worum es hier geht. Es geht um SmackDown und Raw, wer die komplette Kontrolle haben wird. In einem normalen Elimination, wie ich mir schon gedacht habe, in einem 6-Mann-Elimination-Match. Wir sind ja hier bei den Survivor Series, was wahrscheinlich, weil das ja auch Tradition ist, ja. Also das 6-Mann-Match, ja, glaube ich. Es ist Tradition, ja, doch schon, ja. Ja, die Halle ist voll. Survivor Series, noch einmal zur Erklärung. Ric Flair ist von Raw der Manager und Vince McMahon von SmackDown. Und beide sind sich im Ring begegnet und haben nicht nur begegnet, sondern haben sich gestritten jetzt. Und Linda McMahon kam dazu und hat diesen Streit schlichten wollen. Okay, wenn ihr so wollt, dann wir begleichen diesen ganzen Streit. Das machen wir alles in einem Match. Und zwar in diesem Match, was jetzt gleich folgt, geht es darum, wem alles gehört. Wer die Kontrolle über Raw und SmackDown hat, ja. Und das möchte ich möglichst gewinnen mit DDP und meinem Team. Kleine Einleitung und ich würde sagen, Full House, let's go to the show, beziehungsweise zum Ring. Gleich, natürlich, gleich. Immer ganz, immer mit der Ruhe, ja. Bin heute guter Dinge, also ich glaube, das wird schon irgendwie passen, ja. Ric Flair gegen Vince McMahon wird hier geskippt. Der Street Fight. Ich dachte, ich könnte den kämpfen. Oh, wer wird das wohl gewinnen? Wir werden es gleich. Vielleicht in der Sequenz. Nein, ich da. Oh, ich. Also da. Wow, also ich dachte jetzt, man sieht noch was in einer Zwischensequenz. Aber wir kommen jetzt gleich zu unserem Match. Und hier steht es nochmal. Elimination Chamber. Ein normales 6-Mann-Tag-Team-Match. Elimination Chamber, sage ich schon. Ich meine natürlich ein Elimination-Match. Also das bedeutet, wer gepinnt wird, ist draußen. Ja? Egal wie, wann, wo und alles. Ich versuche natürlich am Anfang gleich wieder offensiv drauf loszugehen und die ersten zu schwächen, wie ich da irgendjemand einwechsel. Ja. Wir haben hier DDP, Brock Lesnar, Chris Jericho in meinem Team. Das gegnerische Team ist Kurt Angle, The Rock und Kane. Und ich würde sagen, wir starten rein. Wir gehen in die Arena. Wir gehen in Richtung Ring und ich lasse alle mal reinkommen. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen, ja. Jeden Einzug. Ja, ohne Unterbrechung. Denn das Match. Oh, halt. Moment. Ric Flair hat das gewonnen. Ja, Wahnsinn. Oh nein, mit der Elimination ist das Match ein normales Match. Das ist nicht wahr, oder? Oh nein, wieso hat Ric Flair gewonnen? Das ist ein normales 6-Mann-Tag-Match. Oh, ich könnte gleich über den Tisch, ihr wisst schon. Yo, it's me, it's DDP. Way to the ring. GDP.
Ja, alle sind im Ring, es kann losgehen und ich verspreche euch nicht, dass ich gewinne. Ich habe das mein Prinzip, ich habe euch gesagt, ich werde versuchen, alle, und zwar jeden Einzelnen erstmal zu schwächen, während meine Tag-Partner hier jubeln. Ja, die können sich ihren, also das Special erjubeln. DDP greift aber... Wieso greift er nicht zu? Alter, was war denn das jetzt für ein Blödsinn? Ich drück den Knopf und er greift einfach nicht zu. Wo
schon mal. Es ist ein normales Matchup übrigens. Dadurch, dass Ric Flair das Match gewonnen hat, ist das ein normales Match geworden. Was ich absolut nicht verstehe, weil das der totale Quatsch ist. Weil was habe ich davon, wenn das jetzt ein normales Match ist? Ja, natürlich machst du das, bevor ich überhaupt einen Wechsel machen kann. Ja, also rock die Arsch. Entschuldigung für meine Wortwahl, aber... Du gehst hier nicht zum Wechsel. Du machst mal gar nichts, weil du bist erstmal das Opfer für mich. Oh, es ist doch ein Elimination Match. Ich dachte, das ist keins. Ich dachte, das ist kein Elimination Match. Wollt ihr mich jetzt verscheißern oder was? Ich hab... Lass mich alle mal los. Das ist ja wohl der Hammer. Ja, das gefällt mir natürlich. Leute, ich habe Spaß am Match. Du brauchst gar nichts zu versuchen. Du gehst mir sowieso auf den Kreis. Nein, ist er nicht. Ja, Wahnsinn, ey. Komm. Er streckt alle Viere von sich. Rohprägt. Greif doch endlich mal ein hier. Oh, der hat sich was erjubelt. Eingriff, Eingriff. The big red machine has once again brought hellfire and brimstone to the ring. Oh, Earl Hebner, du bist ein nerviger Referee ohne Ende. Wirklich wahr, ey, komm. Wieso schlägt der mich? Earl, you big piece of crap! Ey, echt jetzt? Oh, Hebner, ich hasse diesen Referee. Brock Lesnar, jetzt hol mal dein A-Game raus. 1, 2, 3.
Oh, herrlich. The next big thing, bitte. Nein, 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 dazu lasse ich es nicht kommen. Dazu lasse ich es nicht kommen. Niemals. No way. No effing way. Jetzt nervt er. Jetzt nervt er. Oh, da hat man schon wieder. Nein. Oh, ich wollte doch das machen. Wieso? Ach, DDP greift doch. Oh. Lass mich. Wie ich den einfach hier hasse. Ich helfe dir nur noch. Los, mach doch mal einen Finisher. Chris Jericho, genau. And one, a two, a three. Yes, we won. Wir haben das gewonnen. Wir haben das. Es ist im Sack. Es ist gewonnen. Uns gehört Raw und SmackDown. Das ist doch der Wahnsinn. Ich hoffe, da kommt noch was. Als Nachtrag. Ich will schon wissen, wer hier jetzt das Sagen hat. Ja. Ja. Ric Flairs Raw hat gewonnen, das Elimination Match. Und ja. Und das gibt Ric Flair die totale Kontrolle über beide Shows, Freunde. Das ist das Ende des Kampfes, ja, the end of the battle. DDP ruft Ric Flair noch nach in den Ring, ja. Ja, Charidor, nein, nicht, oh no, yes, yes, we won. Ja, genau, ja, immer noch auf Vince eintreten, ja, mit mir hat man es ja auch gemacht. Das ist nicht horrible, das ist normal. Das könnte das Ende einer langen Schlacht sein, ja. Wir werden sehen, ja. Was wird passieren, ja? Und das ist auch das Nächste, was ich für interessant halte. Was wird wohl als Nächstes passieren? Ja, weil Ric Flair ist ja der komplette Besitzer von WWE jetzt, ja, mit allen beiden Sendungen. Ja, Shawn Michaels, was ist denn los? Was fasst ihr denn nicht? Oh, das ist mein letzter Tag hier in der WWE. Okay. Ich habe nichts zu bereuen. Ich finde es gut, dich wieder wrestlen zu sehen. Und ja. Aber ich muss dich etwas fragen. Lass mich dich noch einmal schlagen. Also im Ring wahrscheinlich. Den letzten Schlag. Ja. Nein, what the hell, you crazy? Ich bin fies, ich bin ein Heel und deswegen. Ich verstehe. Man sieht sich später. Ja, nein, ich habe abgelehnt. Ich habe abgelehnt, Shawn Michaels noch einmal im Ring zu begegnen. Und das ist, das hat mit meinem Heel-Charakter zu tun, ja. Deswegen, stell dich hinten an, stell dich da an, wo du hingehörst und
Shawn Michaels, du bist ja nicht die Nummer 1, du warst die ganze Zeit nicht anwesend und deswegen interessiert mich das auch nicht. Die erste Dezemberwoche startet bald durch und da bin ich auch wieder guter Dinge und da bin ich gespannt, wie das aussieht mit Ric Flair an Bord, dass er die beiden Sendungen bestimmen kann, SmackDown und Raw, Rackdown und Small, also beide Sendungen. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis zum nächsten Mal. Das Video war ein bisschen kürzer. Ja, ich hoffe, euch gefällt das. Und bis dann. Ich bin erstmal weg. Tschüss.